In der Silvesternacht kam es ja zu zahlreichen Ausschreitungen. Sie haben nun eine Aktion gestartet, die verbinden soll. Wie sieht diese aus? Also ich habe mir gedacht, wir haben selbst Integration bei uns in der Firma und wir sind, Sie sind alle herzlichst willkommen bei uns und Sie dürfen euch nicht so laut feiern. Und da haben wir uns gedacht, Brot verbindet. Und deswegen möchte ich, dass alle kommen zu uns, das Brot verkosten, minus 30% auf alle Brote. Und das funktioniert recht gut und darum wollen wir das morgen in alle Filialen machen. Es klingt ein bisschen so, man muss aber auch ein bisschen brav sein. Nein, also ich bin nicht die Regierung und ich bin nicht eine Mutter, schon von 4 Kindern. Jeder kriegt das Brot natürlich, das ist mit nichts zu verbinden. Ich habe das nur gesagt, weil halt das nicht in Ordnung ist, dass man Mistkübel in der Gegend umherum wirft und damit Scheiben kaputt macht. Darf ich Ihnen noch eine aktuelle Frage stellen? Es ist ja so, dass der Lockdown nun verlängert wird, weil es kein Freitesten geben wird. Wie persönlich sehen Sie das, beziehungsweise auch für Ihr Unternehmen, was wird es ändern, nun eine weitere Woche im Lockdown zu sein? Also das ist für mich wahnsinnig traurig, muss ich Ihnen sagen. Wir haben eine Menge Filialen gesperrt, die wir nicht aufmachen dürfen. Die Mitarbeiter sehen das auch sehr tragisch, weil die Umsätze nicht kommen, weil sie zu wenig Arbeit haben, weil sie zu Hause bleiben müssen. Für uns ist das eine Katastrophe, muss ich Ihnen sagen. Und es tut mir leid, dass das passiert ist und wir können aber nichts dagegen machen.